Wir begrüßen euch zur Kundgebung der Frente Unido America Latina. Zu Corona-Zeiten versuchen wir auf diese Art, unsere Serie von Kundgebungen am Brandenburger Tor beizubehalten. Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Alla mattina, appena alzata, i risaia mi toccanda. Rede von Nancy Larenas von der Chile Freundschaftsgesellschaft Severo Allende e.V. und der Kommunistischen Partei Chiles. Liebe Lateinamerikaner, liebe Völker der Karibik, liebe Berliner und Berlinerinnen. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zeigen sich immer mehr. Fallende Aktienmärkte, Rückgang des Handels, Rückzug der Weltwirtschaft und andere Indikatoren, die eine Vertiefung der Krise auf internationaler Ebene widerspiegeln. Arbeitslosigkeit, sinkende Löhne und Unsicherheit unter den Arbeiterinnen und Arbeitern nehmen weltweit und besonders in Lateinamerika und der Karibik zu. Laut BBC News Mundo haben nur 17% der Arbeitslosen Zugang zu einer Arbeitslosenversicherung. Die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und der Karibik, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ECLAC, hat in ihrem Bericht vom 12. Mai neue Wachstumsprognosen für die Länder vorgelegt. Sie prognostiziert einen durchschnittlichen regionalen Rückgang von 5,3% bis 2020. Diese Prognosen weisen auf eine Zunahme der Armut und extremer Armut hin und spiegeln die Ungleichheit wider. Sie zeigen die katastrophalen Aussichten für unsere Region auf. Angesichts dieser Situation hat die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und der Karibik, ECLAC, am Dienstag die sofortige Einführung eines Grundeinkommens von $143 für 6 Monate für die 215 Millionen Menschen, die in diesem Jahr in Armut und extremer Armut leben werden, gefordert. Der Virus hat das Elend des Kapitalismus offenbart und die Ungleichheiten, die sich bereits in den letzten Jahrzehnten gezeigt haben, noch verschärft. Denn angesichts der Pandemie sind wir nicht alle gleich. Luxusgesundheit und Luxusisolation in ihren Villen für diejenigen, die die wirtschaftliche und politische Macht haben. Mangelhafte Gesundheitsversorgung und ungesunde Wohnungen für den Großteil der Bevölkerung. Wir müssen sagen, dass das Virus vor allem von diesen Machteliten aus Europa und Asien eingeschleppt wurde. Dass es sich von ihren exklusiven bürgerlichen Vierteln auf die proletarischen Viertel ausgebreitet hat und dass es die Armen in unserem Amerika ausrottet. Sehr eindeutige Fälle sind in Santiago in Chile, Sao Paulo, Rio de Janeiro und Fortaleza in Brasilien zu sehen. In diesem verheerenden Bild werden Frauen einerseits durch Arbeitslosigkeit und andererseits durch die Pandemie in Zeiten der Quarantäne, die das Risiko häuslicher Gewalt verstärkt, doppelt bestraft. Für viele Frauen und Kinder kann das Zuhause ein Ort der Angst und des Missbrauchs in Stille und Straflosigkeit sein. Mittelamerika und einige südamerikanische Länder sind mit Daten über Tötungsdelikte und Gewalt gegen Frauen, die weit über dem Weltdurchschnitt liegen, stark betroffen. Die Gewalt von Männern gegen Frauen und Mädchen ist Ausdruck der von Patriarchat aufgelegten Ungleichheit, ein Instrument im Kern des Problems, das dessen gewaltsame Kontinuität und Unterdrückung garantiert. Es stimmt zwar, dass die Isolation in ihren Häusern nach Ansicht der Gesundheitsbehörden die beste Maßnahme gegen die Pandemie ist. Aber für Frauen ist dies nicht der sicherste Ort. Bereits 2018 wurden nach Angaben der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und der Karibik, ECLAC, mindestens 3.529 Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet. Brasilien und Mexiko haben die höchste Zahl von Fällen in einer Region, in der das Fehlen von Gerechtigkeit der gemeinsame Nenner für ein Blutvergießen ist,
das nicht aufhört. Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, leben in Gefahr, wie im Falle Mexikos, dass sie jeden Moment verschwinden und später als Leiche wieder auftauchen können. Wenn wir den Blick auf Europa richten, dann scheint es diese Gewalt in diesem Ausmaß nicht zu geben. Aber wie in Deutschland, wo der Femizid, der Frauenmord, gesetzlich nicht vorgesehen ist, wurden 2018 in diesem europäischen Land laut der Deutschen Welle 122 Frauen ermordet. Das heißt, alle 3 Tage wird eine Frau getötet und 70% der Täter waren nach Angaben von Familienministerin Franziska Giffey deutsche Staatsbürger. Die deutschen Medien ihrerseits stellen die Femizide als Drama oder Familientragödie dar. In Peru glauben 50% der Männer und 42% der Frauen, dass eine Frau, wenn sie sich nicht um ihren Ehemann oder Partner kümmert oder ihren Pflichten im Haushalt nicht nachkommt, eine Rüge von ihrem Ehemann oder Partner verdient. Und 33% der Männer und 24% der Frauen geben es an, dass der Mann immer deutlich machen sollte, dass er derjenige ist, der im Haus die Befehle gibt. 20% der Männer und 18% der Frauen sind der Meinung, dass eine Frau auch bei Missbrauch immer bei ihrem Ehemann oder Partner sein sollte. Gemäß der Erklärung des Ministers für Frauen und gefährdete Bevölkerungsgruppen Perus vom 15.01.2020. In Chile meldete der kommunale Bericht am Dienstag, den 14. April 2020, einen 500-prozentigen Anstieg der Zahl der Berichte über häusliche Gewalt während der Quarantäne im einkommensstarken Distrikt Providencia in Santiago de Chile. Der Kampf der Frauen auf der ganzen Welt ist ein jahrhundertelanges Bemühen um die Anerkennung ihrer menschlichen, sozialen und politischen Rechte und die Achtung ihrer Würde. Es waren Frauen, die 1789 die Französische Revolution mit einem Brotmarsch auf Versailles einleiteten. Diese bürgerliche Revolution gab Frauen jedoch nicht die gleichen Rechte wie Männer. Es waren die russischen Textilarbeiterinnen zusammen mit anderen Teilen der Arbeiterklasse, die einen Generalstreik begannen, Frieden und Arbeit forderten und damit die russische Revolution von 1917 begannen. Nach Oktober eroberten die Frauen Rechte, die Frauen in keinem anderen Land der Welt genossen. Das Recht auf Abtreibung, das Recht auf Studium, das Recht auf Arbeit, zudem die staatliche Sozialisierung der häuslichen Aufgaben mit Kantinen, Wäschereien, Kindergärten, damit Frauen arbeiten, studieren und politische Aufnahmen übernehmen konnten. Lang leben die Frauen von Versailles! Lang leben die russischen Textilarbeiterinnen! Wir sagen Nein zur Gewalt und Ausbeutung von Frauen! Wir fordern, dass die Regierungen die Menschenrechte von Frauen und Kindern verteidigen und dass dringende Maßnahmen für die Opfer solcher Gewalt ergriffen werden. Wir fordern politische, soziale und wirtschaftliche Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Venceremos! Venceremos! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! La mattina, appena alzata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina appena alzata mi risaia, mi tocca andare e fra gli insetti e le zanzare. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare duro lavoro mi tocca fare. Il capo in piedi col suo bastone. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone, e noi curve a lavorare, e noi curve a lavorare. Il capo in piedi col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao.
Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia, oh che tormento, io ti invoco ogni domani ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao.